Was hast du erfahren? Niemand hatte Informationen zu den Morden. Über die Jahre habe ich jedes Archiv durchsucht, das ich einsehen konnte. Als ich schließlich Zugriff zum geheimsten aller Archive hatte, fehlten ihre Akten. Denkst du, die CIA hat etwas vor dir versteckt? Ich kann jetzt übernehmen. Natürlich haben sie was versteckt, Woods. Sie verstecken immer etwas. Und du? Du bist schwach und naiv. So gar nicht wie ich. Ah, scheiß Evil. Die Droge lässt nach, Jane. Ich hab schon bald wieder die Kontrolle. Oh, nee. Du bist nämlich die falsche Hero. Was ist in deinem Büro? Oh, jetzt hier Jump'n'Run. Okay, hier kann ich drauf? Jawohl. Also Jump'n'Run bin ich gut. Was haben wir hier? Du bist so schlau. Eine Waffe. Oh Gott, das wird schwierig. Hab ich, jawohl. Okay, da haben wir wieder eine Box. Fuck, ich hab nicht ein mehr Greifhaken. Gegeben. Scheiße, ich muss schnell machen. Nicht schon wieder. Scheiße, wie soll man das so machen? Was machst du? Ich hab noch die Waffe. Stimmt. So, rüber. Ich glaube, das sollte man zweimal machen. Weil sonst kommt man da nicht durch. Anders. Ja, jetzt habe ich es nämlich geschafft. Sieh mal einer an. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, Miststück. Ich finde heraus, was du vor mir verbirgst. Was du vorhast. Was ist mit deinem Büro? Stell dir vor, du gibst dein Leben für eine Sache. Und wirst hinterher einfach aus der Geschichte ausradiert. Ich glaubte nicht, ihr Andenken je zu ehren. Und dann kam die Hoffnung. Jemand hatte gefunden, wonach ich gesucht hatte. Wer? Na los, sieh nach, was auf der Diskette ist. Okay, erstmal anmelden wieder. 2 ist P. Oh, Pantheon wahrscheinlich. Eindeutig. Ja. War klar. Von Emerson Black, Betreff, Operation Rote Razzia. Genehmigung für den Einsatz am 12.09. 1960, Zeitfenster von 23 Uhr bis 23.10 Uhr, Ziele mit hoher Sicherheit vor Ort, Kind am 12.09.1960 mit hoher Sicherheit nicht vor Ort, keine Ahnung wofür LH steht und JH steht wahrscheinlich für Jane Harrow, dann steht LH für Livingstone, gelten als extrem gefährlich. Oder nein, das sind wahrscheinlich ihre Eltern. LH und JR, das sind bestimmt die Eltern. Einzelne Agent, Vollstreckungsbefehl, Tarnung als Hauseinbruch. 8. September 1960, Emerson Black, Special Activities Division. Das Pantheon. Sie hatten Kopien der Akten meiner Eltern. Ihre ganze Geschichte. Details zur Operation, bei der sie getötet wurden. Die CIA selbst hatte es angeordnet. Lagbericht. Ziele eliminiert. Sonst noch was? Negativ. Wir sind hier fertig. Nein. War es wirklich Adler? Es war Adler. Der Mann, der dich unter seine Fittiche nehmen sollte. Adler? Bullshit. Wenn das wahr ist, waren deine Eltern Doppelagenten oder Schlimmeres. Niemals! Daddy? Bitte mach auf! Bitte? Ich hab Angst.
Wie konnte es Edla sein? Das Pantheon hat mir mehr offenbart als die Wahrheit über meine Eltern. Ich weiß jetzt, wie verkommen die CIA wirklich ist. Ermorden die eigenen, ihre Besten. Manipulation! Du kannst nicht glauben, was sie dir erzählten. Sie kannten deinen Schwachpunkt. Worte eines wahren Gläubigen. Du bist nichts ohne die CIA, Woods. Pantheon nahm mich auf. Sie zeigten mir ihre Vision der Agency. Was zum Teufel wollen sie, Harrow? Das ist ein Schlüsselmoment der Geschichte, Woods. Die USA steht davor, die einzige Supermacht der Welt zu werden. Denkst du wirklich, eine Organisation so korrupt, so dekadent wie die CIA, sollte die Fäden ziehen in einer neuen Weltordnung? Das wird nicht passieren. Nach Jahren des Studiums ihrer Stärken, ihrer Fehler aus dem Inneren. Pantheon ist bereit für die Kontrolle, wenn unsere derzeitige Führung weg ist. Wir stellen sie diskreditiert an den Pranger, wie sie es verdienen. Ach, du bist völlig irre. Die Amerikaner erhalten einen Realitätscheck. Die CIA kann sie nicht mal vor solchen beschützen wie Saddam Hussein. Und seiner schlimmen neuen Waffe. Ein False Flag-Angriff? Keiner wird das glauben. Oh, sie werden dem Narrativ glauben, das bestätigt, woran sie glauben. Jungs, das ist der einfachste Teil. Woher weißt du, dass nicht jemand anders deine Eltern getötet hat? Es könnte das beschissene Pantheon gewesen sein. Du warst ein Kind. Kannst du deinen Erinnerungen wirklich trauen? Ziele eliminiert. Er war es. Wie kannst du dir so sicher sein? Ziele eliminiert. Ich weiß, er war es. Es war nicht Edla. Du bist so verwirrt! Du kannst nicht vor dir selbst fliehen. So sind wir nun mal. Scheiße, dein Puls geht durch die Decke. Oh, Zeit, unsere falsche Version auszuschalten. Egal, einfach unendlich Munition. So, was jetzt? Die Gerechtigkeit siegt, Jane. Bist du noch bei mir? Das weiß ich nicht. Macht aber irgendwie Spaß. Kinder, nimmt keine Drogen. Haben wir's? Ach, du bist schwächer. Ich bin die einzige reale Person hier. Brich mir jetzt ja nicht zusammen, Harrow. Bleib bei mir. Wo bist du? Und das war's mit Evil Harrow. Ach, da kommen noch mehr. Alter, das sind alles so Selbstsprenger. Digga, die wollen sich selbst umbringen. Was sind das für kranke Leute? Fick dich! Ich hab sie besiegt. Die letzte Scherbe. Sag mir, was Pantheon vorhat, Harrow. Wohin hast du die Wiege geschickt? Ich bin nah dran. Der Spiegel ist so gut wie ganz. Du kannst das Geschehene nicht rückgängig machen. Harrow! Nein. Alles okay? Verstehst du denn nicht? Du kannst nicht gewinnen. Du bist ein Teil von mir. Wir hängen da beide drin. Bis zum Ende. Harrow!
Verdammt! Haltet sie zurück! Okay. Noch eine zurück Gruppe, in die rechte Action. Seite! Okay, okay, warte. Rückwinde! Kommt auf uns zu! Mann, hier geht's ab, Alter. Warte, hier. Ungültige Position? Nichts ist hier ungültig. Sprengt sie weg! Feindlicher Raketen! Ach, verdammt nochmal. Mehr Aktivität zur Linken! Leute, bitte helfen! Die Stellung halten! Sie sind überall! Gleich nicht mehr. Case, du musst mit Adler zum Schuppen. Stell die Geschütze auf. Standen. Wir brauchen unsere Geschütze. Dann auf geht's. Wir haben nicht mehr lange, bis sie wiederkommen. Hallo. Ich stell nur mal hier so ein Geschütz auf. Mann am Boden. Geschütz aufgestellt. Gehen wir es an! Kommen Sie wieder? Fuck. Es kommt noch ein Heli! Sie setzen Verstärkung ab! Ach, ich kriege jetzt hier dieselbe Waffe nochmal? Aber ein anderes Visier. Kümmer dich um die anderen, Case! Stellen wir sie auf! Okay, hier haben wir noch ein leichtes MG. Sollten wir mal mitnehmen? Na, wo bleiben denn die? Die Schweine! Ihr bekommt eure Frau nicht zurück. Ja, da hinten. Wir machen das! Mehr bei der Klippe, rechte Seite! Marsche, helf mal kurz mit. Nett! Ziel gesichtet! Kann ich hier lang gehen? Oh ja. Du musst sie aufhalten, Case! Ja, ich gehe weiter vor. Ist vielleicht besser so. Ja. Okay, vielleicht war das doch ein Fehler. Keine Falle. Niemals! Das ist. Ach, das ist so ein. So ein semi-automatisches Gewehr. Stirb doch mal! So, wo sind die letzten jetzt hier? Aber die Mucke, die gefällt mir gerade übelst. So. Und Feuer frei. Ich hab den noch getötet hier vorne. Da hinten. Die werden niedergemäht. Gute Arbeit, Leute. Ach, kein Problem. Kommt da noch mehr? Ja. Rauch! Rückzug zum Haus. Wurz, wie sieht's aus? Harold ist bewusstlos. Dann wächst sie auf. Ha. Dann wächst sie auf. Miniguns, bereithalten. Beim Schuppen! Feind gesichtet. Warte, lass mich nachladen. Starte Mörser. Minus ein. Jetzt verstehe ich, was du wegen der Typen mit den Miniguns meintest. Beachtlich. Ich brauche ein Wurfmesser. Bewundern können wir. Los geht's. Wenn man die Slow-Mo hört, hört sich das richtig lustig an. Gleich nochmal. Muss die Maus richtig krass steuern. Hab ich ihn getroffen? Kaum. Aber er ist sowieso tot. Jungs, wartet kurz, ich muss nachladen. So, jetzt. Oh, ist keiner mehr da. Alle erledigt. Ey. Wir haben es geschafft. Ich wollte auch noch schießen. Er ist auf dem Weg zu seinem Schöpfer. Marshall, ich glaube, sie sind drin.
Scheiße. Alle ins Haus! Adler, Sir, Felix, blockiert sie rein! Wollt's aufschmeißen? Da sind sie! Verdammt nochmal. Ist er tot? Gas, Vorsicht! Natürlich nicht. Angriff! Felix, geh aus dem Weg! Okay, weg mit ihm. Thomas! Es kommt Verbündete am Boden! Oh, wie viele sind hier? Geht mal weg. Es werden mehr kommen! Wir müssen die Straße blockieren! Ich müsste die Brücke sprengen. Starte Mörser! Die 4-Ladungen sollten reichen. Tun wir's! Sie dürfen nicht zu Harrow kommen! Ja, kein Problem. Leute, ich brauche Munition. Oder ein LMG. So, hier ist nochmal Munition. Ist feuerfrei. Ah, ich habe eine Herausforderung freigeschaltet. Felix muss zur Brücke! Ja, ich bin schon unterwegs. Das war's für dich. Wirf eine Granate! Granate! Bewegung! Die gehen in Deckung! Ich rücke. Werfe Wurfmesser! Gut, hat nicht wirklich viel gebracht. Sehe einen! Vorsicht, Granate! Los, zur Brücke! Vorrücken! Alter, Adler ist vorhin die Granate gelaufen. Martinez! Verdammt! Granate! Nicht nachlassen! Warte, schnell in Deckung. Und... sehe nichts. Da. Geht das allen gut? Kein Problem. Wie noch nie. Das sehe ich anders. Bin bei der Brücke. Ich gehe da raus. Warte, es ist nicht sicher! Schluss mit warten! Sicher die Brücke! Ja. Gut, sieht sicher aus. Felix! Auf der Brücke! Platziere Ladungen! Scharfschütze, oben, linke Seite! Gib ihm Feuerschutz, Case! Mach ich. Ich kann auch nur das machen, was ich machen kann. Noch zwei! Einer weniger. Der Schuss ging ins Leere. Felix, konzentrier dich aufs Beladen und nicht aufs Schießen. Letztes C4! Gut, rüber hier. Unter schwerem Beschuss! Ja, nee, bist du eigentlich nicht. Das sollte reichen! Ah, ah, fuck, Felix! Scheiße! Case, schau wieder weg! Bin getroffen! Scheiße. Komm her, Felix! Kraus, in Deckung. Keine Zeit! Wir müssen die Brücke sprengen! Jetzt! Nein, verschwinde! Wir wehren sie ab! Warte, Felix! Gleich kannst du sie zünden. Panzerwagen kommt! Scheiße! Jetzt oder nie, mein Freund! Zünde! Fuck! Felix, geht's dir gut? Da müssen sie mehr auffahren. Das haben sie. Sieht aus, als tun sie das auch! Zeit ist um, Harrow. Wo setzt Pantheon die Wege frei? Erinnere mich nicht. Das musst du. Sie ist... ich verliere die Kontrolle. Kämpf! Du musst durchhalten, nur noch ein bisschen. Der Spiegel ist intakt. Ich kann hineinsehen. Was ist im Spiegel? Avalon. Der Angriff findet in Avalon statt? Nein. Nach Avalon bringen sie mich, sobald ich wieder frei bin. Von dort aus haben wir alles geplant.
Wir brauchen die Wiege. Ich bin dran. Deine Realität bricht zusammen. Wehr dich, Arrow. Spürst du, wie du verschwindest, Jane? Bald wirst du nur noch eine Erinnerung sein wie alles andere. Ich glaube, ich würde es jetzt einfach hier genießen. Keine Sorge, niemand wird dich vermissen. Ich werde noch hier sein. Meine Männer sind nah. Sie werden jeden Moment im Einsatzraum sein. Ja, sei dir mal nicht so ganz sicher, meine junge Dame. Wie cool ist denn bitte der Antagonist? Oder die Antagonistin, ja gesagt. Hey. Ich bin nah. Ich kann es fühlen. So widerstandsfähig. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wir holen dich hier raus, halte durch. Kämpfe weiter. Und wie willst du das anstellen? Jo. Okay. Ich will aus diesem Albtraum raus. Was zum Teufel? Hol mich hier raus! Festhalten, Harrow! Wir schaffen das! Boah, hier Heli-Fight. Oh, das ist hoch. Aus dem Weg! Ach je, du hast dich ver... Fuck. Dieser scheiß Kran im Weg. Komm schon, Harrow! Sie sind fast hier! Ich versuch's! Ich bin hier! Konzentrier dich auf mich! Okay, wir müssen weiter. Komm schon, Harrow! Flüchte aus diesem Albtraum! Schon okay. Ich hab dich. Rutzert wieder Beine. Jetzt hilf mir. Ich was? Ich sehe es jetzt. Die Wiege ist in Washington D.C. im Kapitol. Sie warten auf meinen Befehl, sie freizusetzen. Jesus Christus. Das ist 5000 Meilen von hier. Es ist furchtbar. Jeder innerhalb ein paar Blöcken vom Kapitol wird infiziert. Warum? Weil Angst ins Kopf für einen Geheimdienstfehler dieser Größenordnung rollen wird. Für den Fehler, einen Angriff auf unsere Hauptstadt nicht zu verhindern. Einen Angriff mit einer von der CIA finanzierten Biowaffe. Und jemand wird seinen Posten übernehmen. Du. Ich. Das Pantheon wird endlich die Institution kontrollieren, aus der es vertrieben wurde. Ich werde ohnmächtig, Frank. Ihr müsst sie stoppen. Mich stoppen. Wir haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel. Sag mir was Gutes! Die Wiege ist im Kapitol in D.C. Sie werden sie freisetzen, sobald sie Harrow haben. Heilige Scheiße! Ich informiere Livingston. Mal sehen, ob das Arschloch endlich zuhört. Verstanden. Scheiße! Woods! Woods! Es geht los! Oh. Fuck! Fickt euch! Verdammt! Scheiße! Ich will ihn lebend.
Es ist schade, dich so zu sehen, Woods. Du strengst dich so an. Du spielst nur keine Rolle mehr. Fick dich! Nach dem Start gebe ich den Befehl. Keine Sorge. Dein Leiden ist bald vorbei. Woods braucht uns! Felix, bist du... Geht! Ich komm schon durch. Seth, bleib bei ihm! Gib uns Feuerschutz! Adler, Case, mir nach! Jetzt aber schnell. Case. Ich komme klar. Oh, Scheiße. Woods, melde dich! Woods ist in Gefahr. Nichts. 300 Granaten werfen. Schreib ihn nicht ab! Granate ist raus! Oh, Scheiße, Jungs! Ich hab keinen Wurfmesser mehr. Müssen wir jetzt mit Adrenalin-Stint machen. Versuch mal, hier vorbeizukommen! Mach ich doch gerne. Warte, noch einmal. Und nochmal. Warte, ich kann noch Nahkampf machen. Boom, ich buchse dich weg. Na? Alter, ich mach voll wenig Schaden. Macht sie fertig! Jetzt kann ich. Wir sind drin! Wir müssen Jane finden! Scheiße. Woods! Sie darf nicht entkommen! Geh, ich hab ihn! Case, los geht's! Komm her! Hilf mir mal! Ich kann uns auch da runterschleichen, aber okay. Marshall, komm! Schneller! Ich sehe sie! Case! Case! Sie darf nicht entkommen! Es liegt an dir! Los! Los! Natürlich bin ich wieder der Einzige, der hier Amerika retten muss. Na gut, dann machen wir es wohl. Du entkommst mir nicht. Hallo? Hey! Verdammt nochmal! Muss auf die andere Seite. Komm schon. Schließen! Und tschüss. Ach, verdammt nochmal! Ich hätte versuchen. Keinen von euch schützen dürfen. Ich hab Livingston zu deiner Suspendierung gedrängt. Ich wollte dich aus dem Weg haben! Verdammt! Verdammt! Oh nein, versuch es nicht! Sind wir tot? Du Bitch. Dich werde ich noch töten. Wusste es, was solle. Nein! Nein! Oh, sieh, was du angerichtet hast! Ich weiß, wer du wirklich bist, Case. Die Wiege hat dich zu dem gemacht. Du verdankst alles dem Pantheon. Vernichte sie. Oh, das werde ich. Die Wiege. Verpiss dich. Lass mich nicht noch einmal an. Nochmal. Oh, gerne. Schön auf dem Boden bleiben. Ja. Oh, Scheiße. Jetzt hab ich das Gas eingeatmet. Bring's zu Ende. Was passiert? Ja, wir müssen hier zusammen rauskommen. Nö, mit dir werde ich nicht hier rauskommen.
Stirb! Alter. Case! Ich bin's! Okay, Case. Ich verstehe jetzt. Du musst nicht. Du musst nicht. Case, reicht auch wieder. Ich glaube, Case stirbt auch gerade. Danke fürs Kommen. Kriegen wir Augen oder Schuhe aus Beton? Nichts davon. Aber ich dachte, eine Entschuldigung wäre gut. Verdammt richtig. Ich weiß ja nicht genau wie. Aber was ich weiß, ist, dass Sie eine der größten Katastrophen unserer Zeit verhindert haben. Wir sind also gefragt. Sieht so aus. Können wir einander vertrauen? Wir arbeiten daran. Aktuell haben Sie etwas von großem Wert. Anonymität. Sie stehen im Schatten. Kein Scheiß. Wir leben in diesem Schatten. Das hier ist anders. Ihr Einfluss ist größer als je zuvor. Wir brauchen Sie, Woods. Sie alle. Ich besorge, was Sie brauchen. Unterkünfte, Ressourcen, Geld, weitere Einsatzkräfte. Alles inoffiziell. Ist der Kalte Krieg nicht vorbei? Kein Bedarf mehr an, wie war das? Globale Revolverhelden. Ja. Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber die Welt ist gefährlicher, als sie es je war. Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern. Was sollen wir dagegen machen? Was sie immer getan haben. Beschützen sie uns. Harrow mag Geschichte sein, das Pantheon nicht. Ich brauche sie in Avalon. Sie sind noch eine Gefahr? Und ob. Schlimmer noch. Welche Intrige auch immer Harrow zum Pantheon führte, lebt noch unter uns. Wir dachten, wir wären sie los. Wie es aussieht, waren sie nie weg. Wer ist dieser Typ gewesen gerade? Oh mein Gott, okay, das war's mit... Oh Gott, hier mag ich Copyright-Musik hier ausmachen. Aber wenn ich F10 drücke, dann schließt sich die Aufnahme. Scheiße. Das war's mit COD Black Ops 6. Oh mein Gott. Ich kann jetzt schon sagen, es ist 20 Mal besser als die Kampagne, die ich davor gespielt habe. Also MW3. Oh mein Gott, hat das Spaß gemacht. Auch wenn das Ende ein bisschen, naja, verwirrend war. So, Case tötet Harrow im Helikopter, der abgestürzt ist. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt oder nicht. Und am Ende, zwei Wochen später, auf einmal, Livingstone hat doch wieder Bock auf uns. Ganz komisch. Aber ansonsten war die Kampagne echt geil. Es hatte auch super viele Highlight-Missionen. Auch die Kampagne war richtig spannend mit dieser, wir haben so ein kleines Team und wir müssen so undercover gehen, weil die CIA verrät uns und da sind diese Pantheon, die ja so ein bisschen CIA und deren Feinde sind. Also es ist so, man muss das alles herausfinden. Dann gab es ja dieses Level mit dieser Wiege, wo wir herausgefunden haben, wer Case ist, der ein Testsubjekt in dieser Nervenanstalt war. Und das war einer der geilsten Level dort auch gewesen. Dann diese Open World, wo wir dann auch Hassan. Susan Hussein heißt er, glaube ich. Dieser General in Irak, den wir dann halt auch noch aufhalten mussten. Mit dieser Open World, auch das war auch cool.
auch diese kleinen Schleichlevel mit dem James Bond Feeling, also so dieses zweite Level wie heißt sie nochmal, mit Seth, dann das Casino Level oder auch das Gala Level, wo wir Adler retten mussten. Es war schon geil. Also mal ehrlich, man muss schon sagen, es gab viel, viel geilere Level als ja, eigentlich die letzten Kampagnen überhaupt. Und das übertrifft sogar Black Ops Cold War. Und mir wurde auch nie langweilig. Also außer dem Ende wurde es ein bisschen, ja, blöd. Es hat auch ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ansonsten eigentlich perfekt. Ich gebe der Kampagne eine 9 von 10. So, ich überspringe mal hier. Vielleicht kriegen wir noch was am Ende. Ich hoffe es mal. Nö. Das war's. Das war's. Okay, Leute. Dann war's das mit der COD-Kampagne. Wir werden es uns wahrscheinlich in nächsten Mal, werden wir uns wahrscheinlich entweder in Zombie-Mode sehen oder dann halt erste Season von Warzone. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.